Hallo, ich bin's wieder, der Bernie hier von Airsoft Desire. Heute passt der Name nicht ganz, denn heute kann man eigentlich schon sagen, geht es zum ersten Survival-Video oder Bushcraft, wie man sich drehen oder wenden will. Denn heute geht es um den Light My Fire Feuerstahl oder Fire-Stil, wenn man es auf Englisch gerne haben möchte, in der verbesserten Version 2.0. Zur Verpackung und zum Lieferumfang. Das Ganze wird so geliefert, wie es dort liegt. Und in dieser orangenen, orange-rot-gelbenen Verpackung hier oben können wir nochmal lesen. Swedish Fire Steel 2.0 Army App 12.000 Strikes und knappe 3.000 Grad heiß und ja oder 5.400 Grad Fahrenheit. New Design, New Funktions. Hier nochmal vier kleine Abbildungen, was man mit diesem Feuerstarter alles machen kann. Also ganz normal abschaben, Feuer machen und eine kleine Notpfeife ist auch noch mit verbaut. Hinten nochmal eine kleine Bedienungsanleitung, wo drauf steht, dass man beim ersten Benutzen die Oxidschicht abkratzen soll. Und ja, soviel erstmal zur Verpackung und zum Lieferumfang. Und gehen wir erstmal gleich weiter zur Optik. So sieht das Ganze aus und wir haben hier den Feuerstahl an sich, der hier natürlich schon ein bisschen abgekratzt ist, leicht benutzt. Die Oxidschicht sieht man hier noch, also hier ist es ja etwas dunkler als hier vorn. Und die soll man am Anfang vor dem ersten Benutzen abschaben. Und ja, hier an einem kleinen Band haben wir den Schaber mit dran, der eine integrierte Notpfeife besitzt. Ich kann ja mal kurz reinpusten, dann hört ihr mal, wie euch sich das Ganze anhört. Das ist ein sehr schriller Ton, aber soll helfen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das Ganze wird einfach hier benutzt und abgeschabt und dann entstehen auch schon Funken. Aber genaueres dazu seht ihr dann im Funktionstest. Das Ganze kostet 16,98 Euro. Ich habe es bei kotteundzeller.de bezogen. Ich packe euch den Link dazu unten in die Beschreibung rein. Und ja, ich denke mal, ihr seid eher heiß drauf, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert, ob das Ganze funktioniert. Und damit erstmal weiter zur Funktionstauglichkeit. Kommen wir nun mal zur Funktionstauglichkeit des Swedish Firesteel 2.0 und was sich als Zünder wunderbar eignet, ist zum Beispiel hier ein ganz normales Wattepad. Ich lege den mal kurz zur Seite. Das kann man einfach hier an der Seite so aufziehen. So, dann haben wir hier überall diese Fasern, die natürlich brennen wie die Hölle. So. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Wichtig ist auch beim ersten Benutzen diese Oxidschicht vorne abzukratzen und dann das Ganze zu benutzen. Und da brennt das Ganze auch schon. So, wie ihr seht, ist der Nachteil bei dieser Watte natürlich, dass diese sehr schnell abbrennt. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, gerade für die, die, sage ich mal, in der Anfangsphase sind und gerade erst versuchen, sage ich mal, mit dem Feuerstil umzugehen und ja, damit versuchen, gerade erst klarzukommen. Jedoch ist als weiterer Zünder sehr gut geeignet, wie viele wissen, der Tampon. Ja, wie geht der auf? Ja, genau, wunderbar. So geht der auf und der wird auch einfach geöffnet. Und da haben wir super, super viel Watte drin, die natürlich eigentlich aufsaugen soll. Aber natürlich uns
super als Zunder dient. Ja, und da brennt das Ganze auch. Wunderbar. Und das brennt auch alles ein bisschen länger als das Wattepad, weil natürlich mehr da ist zum Verbrennen. Also Tampon ist auch immer ein gutes Zündermaterial und es ist wunderbar. Was auch super gut funktioniert und was auch viele gerne nehmen, wenn sie draußen sind, ist die altbewährte Birkenrinde. Ich habe hier mal einen kleinen Futsee-Birkenrinde und diese ist so bewährt durch die ätherischen Öle und diese entfacht eine schöne Flamme und brennt auch relativ lange. Und darauf kann man natürlich sehr gut zurückgreifen, wenn man gerade in der Natur ist. So, da seht ihr, wie das Ganze brennt. Und es brennt wunderbar. Da kann man ja echt gar nichts gegen sagen. Und es brennt auch relativ lange. Ihr habt ja gesehen, wie klein es eigentlich nur war. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Birkenrinde brennt. Egal, ob sie trocken oder feucht ist, sie brennt immer. Und was ich vielleicht auch noch sehr wichtig finde zu erwähnen ist, dass man den Feuerstahl vielleicht nur an der Frontseite, also in dem Drittel vielleicht nur verwenden sollte, weil er sonst hier poröde wird und brechen kann. Was natürlich nicht so super ist. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz billig, aber er kann uns super weiterhelfen und es ist wirklich ein super Stück. Und ja, so viel zum Funktionstest und kommen wir mal weiter zum Fazit. Mein Fazit zu dem Light My Fire Firestyle 2.0 ist ein sehr positives Fazit und es ist ein wunderbarer Feuerstahl, der seinen Sinn und seinen Zweck auch einwandfrei erfüllt. Und es erfordert natürlich viel Übung, viel Übung ist übertrieben, aber es erfordert Übung, damit umzugehen. Und es ist aber ein wunderbarer Ersatz, gerade für Leute, die nicht immer das Feuerzeug oder Streichhölzer benutzen wollen. Und es ist wunderbar, also er kann auch im Nassen verwendet werden. Und das Ganze ist ein echt schönes Stück. Der Preis von 17 Euro ist natürlich nicht wenig, aber dafür bekommt man auch was. Und ja, es ist ein sehr schönes Tool und für jeden, der sowas gerne haben möchte, geht einfach auf den Link in der Beschreibung, guckt sich das Ganze mal an. Ich kann das Ganze nur weiterempfehlen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Firestyle, euch damit auszuprobieren. Und ja, damit erstmal tschüss und macht's gut.